Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich freue mich schon seit einer Woche auf diesen Tag. Und zwar planen wir heute eine Geburtstagsüberraschungsparty für Duygu, also für die Frau von meinem Bruder. Und es soll eine Gartenparty werden. Ich bin jetzt schon richtig früh aufgestanden. Es ist mittlerweile kurz vor 8. Ich bin aber schon seit 6 Uhr auf den Beinen und habe mit den Vorbereitungen so ein bisschen angefangen. Hier habe ich schon ein paar Salate vorbereitet, den Rest machen wir dann vor Ort. Die Gartenparty soll bei denen zu Hause im Garten stattfinden, deswegen haben wir Duygu mit einem Vorwand von zu Hause weggelockt. Und ich hoffe wirklich, dass wir alles rechtzeitig planen und organisieren können, bevor sie kommt. Ich habe euch ja im letzten Video ein riesen Paket gezeigt und ich habe euch ja gesagt, dass ich den Inhalt des Pakets erst am Samstag zeigen werde. Und heute ist es soweit. Schaut mal dieses XXL-Paket an. Nala hat sich schon bequem gemacht. Hier sind ganz viele Sachen von Balloon Fantasy. Wir haben uns ganz, ganz viele Sachen für den Geburtstag zukommen lassen und die würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Also so sieht das Paket von innen aus. Hier hätten wir einmal Helium, um die Ballons aufzublasen, und drei weitere Kartons und die packe ich jetzt auch mal aus. Zum einen haben wir hier so eine Party in der Boxschachtel. Das heißt, da ist das ganze Zubehör drin, Teller, Hütchen, aber ich bin jetzt mal gespannt, ob es auch wie auf den Bildern ausschaut. Cool, schaut mal, das sind die Becher. Dann haben wir hier Konfetti-Ballons. Passende Partyhüte, die passenden Servietten natürlich dazu, eine Happy Birthday Girlande und natürlich Teller. Ich habe natürlich ein bestimmtes Farbkonzept und das ist Weiß-Rosé-Gold. Ich will die ganze Deko, die Ballons und alles eigentlich in der Farbe halten. Ich hoffe echt, dass es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es eigentlich geplant und erhofft habe. Ich habe mir auf Pinterest da ein paar Ideen geholt und ich zeige euch gleich im Anschluss, wie meine Vorstellung ist. Hoffentlich kriegen wir das hin. Aber zuvor würde ich sagen, packen wir auch noch diese Schachtel aus. Hier ist ja wieder diese Party in der Box-Schachtel. Da ist genau dasselbe drin, das habe ich jetzt einfach zweimal bestellt. Also ich habe jetzt mal alles ausgepackt. Ich gehe es der Reihe nach jetzt mal durch. Hier haben wir Strohhalme. Hier habe ich so Hundeluftballons für die Kinder bestellt, damit die auch eine Beschäftigung dann haben. Einen Glitzervorhang. So soll die Girlande dann ausschauen, wenn sie fertig ist. Da sind jetzt die ganzen Ballons drin. Dann haben wir hier nochmal so Tasselgirlanden, ein Lieblingsmensch-Luftballon, Fontänen, Fächer nochmal für die Deko, Konfetti und. Also ihr seht, ich habe einiges vom Balloon Fantasy zugeschickt bekommen. Aber auf der Internetseite von Balloon Fantasy findet ihr natürlich viel, viel, viel mehr Auswahl. Ich habe jetzt alles halt in Roségold bestellt. Ihr könnt gerne auf der Internetseite mal vorbeischauen. Den Link zur Seite verlinke ich in der Infobox. Klickt euch auf jeden Fall mal rein. Ich mache jetzt aber weiter mit meinen Vorbereitungen. Ich habe es nämlich wieder mal eilig und ich würde sagen, ich melde mich einfach später nochmal. So, meine Lieben, wir sind jetzt in diesem riesen Garten angekommen. Meine Freundinnen sind schon in der Küche, bereiten die Snacks vor und ich räume jetzt ein bisschen den Garten zurecht und danach geht's ans Dekorieren. Also als erstes habe ich hier jetzt mal Tische aufgestellt und da hinten noch eine Sitzgruppe. Boah, ich bin so aus der Puste und es ist so heiß einfach nur. Jetzt wollte ich die Tische mit so Papiertischdecken erstmal ein bisschen verkleiden, dass es schöner ausschaut. Und danach geht's an den Ballon. Ich zeige euch mal den kurzen Zwischenstand. Hier wird gerade alles dekoriert. Das ist unsere Candy Bar. Hier wird später das Buffet hin. Und so dekorieren wir noch ein bisschen diesen riesen Garten. So, Leute, schaut mal, was Ilka hier bzw. mit ihren Freundinnen. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Richtig, sieht so cool aus. Voll geil geschmückt alles, ja. Hier ist unsere Fotobar bzw. unsere Candy Bar und unsere Getränke.
Überraschung! Happy Birthday to you! Hey, liebe Duygu! Happy Birthday to you! Light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so wow. We must merely make a start. Savannah. Yeah. I'm coming on. Party! 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 Heute. Hallo, meine Lieben! Immer drauf! Die Sonne geht jetzt langsam unter und die Party geht hiermit auch ein bisschen, glaube ich, zu Ende. Wir fangen jetzt langsam an, hier wieder aufzuräumen und mal schauen, was der Abend noch so mit sich bringt. Wir haben jetzt alles wieder komplett aufgeräumt und jetzt bin ich einfach nur fix und fertig. Ich muss mich ganz kurz hinlegen. Die anderen liegen schon auf der Couch. Ich muss mich auch jetzt ein bisschen ausruhen. Und danach geht's weiter. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag. Eigentlich wollten wir gestern Abend ja noch was machen gehen, also feiern gehen oder irgendwas. Wir hatten uns auch schon fertig gemacht, haben uns kurz auf die Couch gehockt, um uns ein bisschen auszuruhen. Und siehe da, wir sind einfach alle eingenickt. Ich war einfach so fertig und ich bin immer noch mega, mega, mega müde. Aber ich musste auch heute ein bisschen früher aufstehen, weil ja meine Freundinnen zu Besuch da sind. Und wir wollten was brunchen oder was frühstücken gehen. Deswegen habe ich mich jetzt schon mal fertig gemacht und warte, dass sie aufwachen. Aber so viel zu unserem Überraschungsvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und die Ausstattung von Balloon Fantasy hat euch gefallen. Wie gesagt, in der Infobox findet ihr den Link zu Balloon Fantasy. Also klickt euch auf jeden Fall mal rein und schaut dort vorbei. Da gibt es echt mega tolle Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!